allererstes Drittligaspiel. Überhaupt Neuzugang vom HSV aus der zweiten Mannschaft hat dort bislang rückt ins Mittelfeld und vorne stürmt Schmidt für vom FC Schalke 04 ausgeliehen. Wenn er dann heute ein Tor macht, dann ist er Held der Arbeit. Er hat für Schalke in den genannten Ligaspielen und in der Regionalliga eine Liga höher gespielt hat, 20 Mal in der zweiten Liga. So, jetzt Saarbrücken gefährlich da und da haben wir die erste riesige Chance. Klasse Abschluss von Sibea. Starker Schuss. Kommt er so zurück mit diesem Siegtor. Jetzt reklamieren die Saarbrücker Foul, aber der Ball ist im Tor. Der Ball plumpst rein. Sie haben gerade Foul reklamiert. Hoppala. Hoppala im Strafraum. Da ist die Chance. Da ist nicht das Tor. Ich sage das nur von hier oben gefühlt. Nichts, was dich dermaßen umhaut, dass du dich da über den Platz kugeln musst. Aber... Und los geht's. Zweite Hälfte. Der Beuth macht von der Mittellinie direkt einen Sprint, als hätte er eine Wette gemacht. Ich schaffe es in 4 Sekunden bis zum Gegner. Er gibt Elfmeter. Das kommt überraschend. Wolfgang Haselberger. 70. Minute. Kobylanski nimmt Maß für den SV Waldhof und Posten. Und hinten raus war es für mich ein Foul. Er gibt ihn nicht. Und was passiert danach? Nee, kein Foul. Hat den Ball gespielt. Matriciani. Geht zwar zu Boden, aber das hängt nicht ursächlich mit der Aktion des Saarbrückers zusammen. Kein Foul, alles gut. Aber eben ein Alu-Treffer. Eine große Chance. Aber Saarbrücken hat jetzt Zug drin. Da ist er wieder, der frische Mann, der eben ja, jetzt gerade frisch von der Bank kommt. Chance Saarbrücken, aber nicht so richtig wild. Aber sie beschäftigen den Waldhof am eigenen Tor. Also 3.500 Jubel, denn jetzt ist Schluss. Ziel gewinnt das Derby. Live beim Magenta Sport.